Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind sehr früh unterwegs, in dem Fall ist es 6 Uhr. Für mich sehr früh. Ja, ich wollte euch nochmal mitnehmen, ne? Werdet ihr dann sehr wahrscheinlich im Titel ja lesen. Also ich bin nicht ganz konform bei der Sache. Ich finde es nicht gut. Aber dafür ist es okay. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass es nicht ganz passt. Leider. Aber irgendwo schon. Naja, wir fahren jetzt erstmal meinen Bruder abholen. Der kommt mit. Dann werde ich euch auf dem Weg ein bisschen was erzählen, wenn es ein bisschen heller ist, ja? Was Phase ist. Ich finde es nicht gut, wirklich nicht. Ich war bis vor kurzem mal überlegen, das nicht zu machen. Na, wir fahren jetzt mal. Ja, ihr könnt mich immer noch nicht sehen, leider. Glaube ich zumindest. Je nachdem, ob die GoPro das hier aufhängt. Ich sehe es nämlich nicht. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Ich bin übelst unsicher. Allein aus der Tatsache, dass ich so viel Zeit und Geld da reingesteckt habe. Keine Ahnung, bis gestern war ich wirklich am Überlegen, ob oder ob nicht. Aber ich denke, ich muss hier einfach handeln im Sinne von, ich kann weitermachen. Und da die meisten ja wissen, es hat damals angefangen mit einem Hobby hier bei mir auf dem Kanal. Und das wird auch immer so bleiben. Auch wenn der ein oder andere denkt, oh, der Kanal stirbt und so weiter, so von wegen keine Viewer und so weiter. Das ist mir total egal tatsächlich. Ich zeige euch mein Hobby. Und wenn das Hobby einen nicht mehr interessiert, dann ist das so, dann ist das okay. Aber ich denke, dass ich für meinen Teil hier einfach entscheiden muss, ich möchte diese große Halle weiter behalten, auch wenn YouTube sagt, nee, die Viewerzahlen sind scheiße, das interessiert keinen mehr. Das ist mir persönlich aber egal, aber leider kann man nicht von meinem persönlichen Empfinden Miete zahlen. Das ist der Punkt. Boah, langsam könnt ihr mich sehen, ne? Wir haben noch 4 Minuten, sind wir da. Ich bin echt nicht begeistert, ne? Sag ich euch, wie es ist. Also, für die, die es nicht wissen, das ist das teuerste und zugleich coolste Auto gewesen, was ich je gekauft habe. Also ich habe noch nie so viel Geld für ein Auto ausgegeben wie für den hier. Die Investition war es auf jeden Fall wert, da braucht man nicht drüber reden. Ich habe gerade eben festgestellt, ich habe knapp 10.000 Meilen auf dieses Auto gefahren. 10.000 Meilen. Das ist viel. Wobei halt 2 Jahre, ne, logischerweise. Und davon ein halbes Jahr stand der Wagen. Aber. Oder anderthalb Jahre. Ja, jetzt sind wir 3 Minuten da. Und dann heißt es Abschied nehmen. Oh, ich werde ihn vermissen, wirklich. Ihr glaubt mir gar nicht, wie schwer mir das fällt, ne? Also wirklich. Weil egal wer von euch dieses Auto gefahren hätte. Ihr hättet genau dasselbe gesagt. Ihr hättet auch gesagt, Alter, das Ding ist geil. Auch wenn ihr jetzt nicht so ein Ami-Typ seid. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das ist nicht so für mich. Ne? Aber wenn ihr in diesem Auto gefahren seid und ihr seid einmal damit eine Runde gedreht, dann denkt ihr, scheiße, ist das geil. Das ist so entschleunigend, das ist so beruhigend, so ruhig. Ne? Ihr fahrt keine 200 damit, ihr fahrt damit 100, wenn es hochkommt. Außer ihr seid reich, dann fahrt ihr 110 oder 120. Ja, 2 Minuten, 850 Meter. Jetzt ist es vorbei, Leute. So, Leute. Weg ist er. Du möchtest nichts mit das Video? Hast du gesagt? Ja. Auf jeden Fall, der Wagen geht in eine... In gute Hände, liebe Leute. In gute Hände, ja. Pass auf, den behalte ich jetzt. Vielen Dank, Marc. Vielen, vielen Dank. Du hast gesagt, du willst nicht. Jetzt nee, jetzt bin ich drin. Okay. Tolles Auto, vielen Dank. Perfekt. Ich hoffe, du behältst ihn gut in Händen, ne? Ja.
Schade. Achso, Anfängeraufkleber sollte ich drauf lassen. Der soll drauf bleiben. Also, schließlich bin ich ja Anfänger. Ja. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Auto. Ja? Vielen, vielen Dank. Fällt mir nicht leicht, tatsächlich, sag ich dir, wie es ist. Ich kann es mir vorstellen. Aber. Ich freue mich dafür doppelt so viel. Ja, vielleicht sehen wir ihn ja mal wieder, wenn du irgendwas zu machen hast am Auto. Genau, dann komm ich gerne an der Werkstatt vorbei. Perfekt, lass rein. Jetzt gehen wir erstmal zum Straßenverkehr, dann müssen wir uns wieder abmelden. Bye, bye. Bye, bye. Tschö, lieber Pickup. Tschö. Okay. Ich stelle das nicht. Aber mich. Was? Traurig. Ja. Ich habe mich kurz ein bisschen abgeregt. Bin trotzdem sauer. Ganz ehrlich. Die meisten Leute würden das nicht verstehen. Sag ich dir, wie es ist, ne? Die würden es nicht verstehen. Aber ich habe auch eben schon im Dunkeln quasi ein bisschen mit euch ja gequatscht, dass der Kevin ja gar nicht mitgekriegt. Dass ich habe so viele Sachen in einem Auto gemacht, die ich vorher nie gemacht habe, wo ich mich nicht rangetraut habe. Und Lackierung zum Beispiel. Klar, es hat gefailt. Ne, braucht man nicht drüber reden. Aber trotzdem, ne, also ich meine, du hast es ja auch grob mitgekriegt, was ich jetzt reingemacht habe. Mehr oder weniger. Ne, und apropos, also ohne die Videos jetzt zum Beispiel. Weil Kevin guckt die Videos nicht, interessiert ihn nicht. Bin nicht wichtig genug. Beifahrer jetzt. Kevin fährt E36 übrigens. Geht ja, ab, ne? Wow. Ich bin noch nie in E36. Doch, lange sogar. Von Mama. Ja. Nee, aber trotzdem, Leute, ich habe, wie gesagt, oft jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wie gesagt, vor 2 Tagen habe ich noch überlegt, ob oder ob nicht. Und auch im TS habe ich oft gesagt, ne, überlege ich noch und so weiter. Was halt viel wichtiger ist, Leute, jetzt, es ist vorbei. Der Wagen ist weg und es ist einfach so. Und jetzt heißt es, gucken, was als Ersatz kommt. Das hatte ich ja eben auch schon gefragt euch. Was sagst du, was am besten wäre? Ja, du hast ja was gesagt von wegen T4, also Kastenwagen. Ja, finde ich halt. Also das Ding ist, du hast vollkommen recht. Zum anderen kannst du ihn halt auch, ne, mit dem Trailer nutzen. Genau. Also ich sag so ein ja, ich nenne einfach mal Sprinter. Ne, so eine Art Sprinter Edition. Groß? Naja, muss jetzt nicht so groß sein, aber ich sag. Das ist groß. Ja, aber irgendwas zwischen T4 und Sprinter. So. Ja, nicht viel. Ja, aber damit die Leute wissen, welche Art Auto ich meine. Achso, ein Kastenwagen. Ein Kastenwagen, genau, das habe ich. Transporter, Kastenwagen. Ja. So, die Alternative oder die einzige Großteil, es gibt zwei Alternativen dazu zu dem Transporter, also so ein Kastenwagen. Wäre ein Autoabschlepper logischerweise. Der wäre für mich ja auch ganz nice. Würde ich auch bevorzugen tatsächlich. Aber natürlich, dann hat man keine Möglichkeit, was zu laden. Der Vorteil wäre wiederum, man könnte mehr als ein Auto transportieren, was auch manchmal ganz nice ist, weil diese Autotransporter, die man mit B-Führerschein fahren kann, also für 3,5 Tonnen, die dürfen ja mehr als 80 km/h fahren, also das ist eigentlich ganz geil. Ja, oder ganz anders, also ganz weit darüber, wäre, also wieder quasi back to the roots, E39 Touring, Diesel. Also der macht am meisten Sinn im Gegenzug zu einem LPG-Fahrzeug, würde ich fast behaupten. Dadurch, dass er jetzt aktuell auch wieder so günstig wird. Also Diesel? Ja. Keine Ahnung. Ich fahre kein Diesel, ich gucke nicht auf Diesel. Ja, ich gucke auch eigentlich nicht drauf, aber der wird halt gerade wieder günstig. Ich weiß, das ist aktueller Stand. Nicht, das kann nächstes Jahr wieder anders sein oder sowas, ne? Ist ja klar. Trotzdem, ja, ihr wisst, was ich meine. Und das muss halt einfach irgendwie die praktischste Lösung her. Und der E39 Diesel wäre dann mehr so wie so ein Daily. Das will ich eigentlich nicht, weil ich würde gerne den als Daily hier fahren, weil ich ihn eigentlich ganz geil finde. Und der fährt auch gut, ne? Ja, der Kevin hat gesagt, der fährt gut. Ja, keine Ahnung. Ich könnte ja mal was in die Kommentare hauen. Wäre natürlich ganz nice. Ich bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann hinter mir. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es gut finden soll oder schlecht finden soll. Keine Ahnung. Ich weiß, dass die meisten das gar nicht verstehen können. So. Ist auch nicht so, dass das Auto so das krasseste gewesen ist, was ich so gemacht habe, oder wo ich mich am schlimmsten so mit fühle, so, ne? Aber trotzdem, bei dem Auto war es halt wirklich so,
Das wirst du nicht immer finden. Also halt auch so, dass er so im guten Zustand war und wir den halt relativ gut hingekriegt haben. Ja, wie gesagt, der Käufer, der weiß über alles Bescheid, also der hat die ganzen Videos angeguckt. Ich denke, dass er sich das hier auch angucken wird. Ne? Gruß geht raus. Ist ein mega netter Dude und er versteht auch, warum ich das so nicht einfach sehe, und weil das ist halt einfach nicht so ein normales Auto, wo man in den Laden geht und kauft. So, das ist also früher ja, heute nein. Das wäre bei einem E30, glaube ich, bei mir genauso. Ich finde halt, das ist so ein bisschen Kultur, in dem Fall die amerikanische Fahrzeugkultur. Und da ist so ein bisschen mehr drin als nur gekauft. Und ne, ich habe den zwar relativ teuer gekauft bei Armin damals, für meine Geldverhältnisse tatsächlich. Habe mindestens dasselbe nochmal reingesteckt. Mindestens, wenn die sogar noch mehr. Aber ich kann so viel sagen, ich bin nicht mit Minus rausgegangen, definitiv nicht. Trotzdem ärgert es mich und es ist nicht, also ärgern nicht, ja, es ist nicht verärgert, das ist ein anderes Gefühl. Es ist so zwiegespalten, ob gut oder schlecht. Gut, dass jetzt was Neues kommt, jetzt ist die Frage, was Neues und so weiter, muss man sich auch Gedanken drüber machen. Dann hat man den ganzen Stress mit dem Hin und Her und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist halt alles, ja, alles ein bisschen doof, aber ich finde gut, dass so jemand wie er den Wagen gekauft hat. Ich weiß nicht, ob wir den Namen genannt haben, aber wir nennen ihn Klaus. Klaus hat ist ein ordentlicher Mensch, so wie mir rübergekommen ist. Und ist nicht so, dass er das Auto direkt wieder verkaufen wollen würde. Das habe ich einfach in Hoffnung und ganz einfach. Ich habe ihm gesagt, wenn er es verkaufen will, soll er Bescheid sagen. Und ansonsten denke ich, dass er da gut aufgehoben ist. Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen und von da vorne schauen und halt gucken, ob wir was Neues bekommen. Beziehungsweise was Neues. Und ich habe gerade eben auf der Fahrt nochmal mit meinem Bruder gesprochen. Also nochmal ein bisschen expliziter quasi drüber gesprochen. Und er hat ein paar Punkte gesagt, die ganz wichtig waren für mich und die auch okay sind. Wo ich sage, okay, ja, da hat er recht. Und zwar ist es den Bus. Wir haben den Bus sehr oft vernachlässigt. Und natürlich, ich könnte mir jetzt ein neues Projektauto suchen. Aber das ist nicht Ziel und Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ich würde einfach gucken, dass ich das, was jetzt noch offen ist, quasi fertig mache. Und das ist, denke ich mal, am besten. Zugfahrzeug brauchen wir trotzdem, da geht kein Weg dran vorbei. Aber da muss ich mich dann irgendwie gezielter nachsuchen. Also entweder, wie gesagt, ein Abschlepper. Wobei ich den sogar ein bisschen einen Ticken geiler finde als einen Transporter. Und der Transporter besser als ein E39 Diesel wäre. Ja, muss ich gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen Luft. Auch was Hallenmiete angeht und so weiter. Ne? Ich meine, die meisten wissen ja, dass es aktuell nicht so gut ist. Aber habe ich auch am Anfang erwähnt, wo ihr mich kaum sehen konntet. Wer es da geguckt hat, ich weiß es nicht. Ja, aber freut mich, dass jemand wie der Klaus das Auto genommen hat und dass es in gute Hände gekommen ist. Ja, dann vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was ihr denkt, was wir als nächstes machen sollen, beziehungsweise welches Zugfahrzeug wir nehmen sollen. Falls ihr eins habt, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Aber ansonsten in die Kommentare hauen, was da am besten wäre, was nicht. Und vor allen Dingen in meiner Situation. Nicht, was ihr euch kaufen würdet, sondern was ihr denkt, was am besten als Zugfahrzeug in meiner Situation wäre. Und ich bin immer der Meinung, dass der Abschlepper auf Platz 1 ist. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe euch jetzt noch locker 6 Minuten zugequatscht. Egal. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und hoffen wir mit einer Idee des neuen Fahrzeugs. Ja, Gruß geht nochmal raus an Klaus. Und viel Spaß mit dem Auto. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo. Tschüss.